Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Screen Time, in der wir uns auch diese Woche wieder dem asiatischen Kino widmen. Und zwar haben wir den Netflix-exklusiven Film The Night Comes for Us geschaut. Inhaltlich geht es halt darum, ein Auftragskiller der chinesischen Triaden entdeckt plötzlich sein Herz. Also die sollen so ein Dorf umnieten. Und er soll dann so ein kleines Mädchen erschießen und wendet sich dann quasi gegen seine Mitstreiter und rettet dieses Kind. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese Triaden ihm jetzt auf den Fersen sind. Ja, und das gipfelt in wirklich spektakulärster Martial Arts Action. Ich habe mich tatsächlich während des Films gefragt, Dirk, magst du eigentlich Martial Arts Filme so im Allgemeinen? Weil ich glaube, wenn man diese Frage mit Nein beantwortet, hat man mit The Night Comes for Us nicht ganz so viel Spaß. Das ist korrekt. Nee, ich mag Martial Arts. Deswegen hatte ich mit dem Film jetzt nicht ganz so viele Probleme, obwohl ich ja auch ein Fan bin der Story. Und was du gerade erzählt hast, das ist die komplette Story. Mehr gibt es da drin halt leider nicht. Es ist halt, der Film geht 2 Stunden und du kannst sagen, so 1,5 Stunden davon ist einfach nur Gekloppe, Gesteche und Abgeschieße. Ansonsten passiert da storytechnisch nicht viel. Er rettet halt dieses Kind jetzt quasi vor dem Erschießungskommando und ist jetzt selbst auf der Flucht mit dem Kind. Und da kommt es halt von einer Situation in die andere und dann kommt da eine Truppe an. Teilweise kamst du dir schon so vor wie bei so einem Videospiel, weißt du, wo so, du hast eine Person, da kommt ein ganzes Heer an und dann geht es halt einmal zack, zack und einmal durch. Du, ich muss. Also wirklich der. Ich muss auch sagen, ich habe teilweise nicht alles gereilt. Also es war mir dann so ein bisschen, weil teilweise murksen sich dann auch Bösewichte gegenseitig ab, wo ich dann da so saß und mir so dachte so, hä, warum? Also habe ich nicht verstanden. Und was man wirklich auch sagen muss, was mir vorher nicht so klar war, wenn ihr ein Problem mit Gewaltdarstellung habt, dann ist dieser Film nichts für euch. Also ich mag ja auch so Martial Arts im Jackie Chan-Style, weißt du, wo man sich halt die ganze Zeit verhaut, aber niemandem passiert eigentlich was. Und am Ende liegt dann der Bösewicht dann halt auf dem Boden und macht so, oh nein, mir tut alles weh. Ja, in dem Film ist es halt schon so, dass ich dachte, okay, wenn der nicht auf Netflix wäre, sondern regulär im Kino oder auf Blu-ray, hätte der sicherlich mit der FSK zu kämpfen gehabt, weil ich fand das wirklich hardcore, was da an Ja. Gewaltdarstellung passiert. Definitiv. Also, der hätte mindestens eine 18er bekommen, wenn nicht sogar die gesagt hätten: Nee, ganz ehrlich, da kriegt ihr nichts. Weil da sind schon explizite Gewaltszenen drin. Also, ich saß da wirklich teilweise und denke so: Oh, das hat ja schon selbst wehgetan. Also, also da gibt's, oh, die halten auch noch gut drauf. Also, da sieht man auch schon. Also, naja, es ist jetzt nicht so, dass da Gedärme oder sowas rumfliegen, aber es gibt schon Gut, arg viele Verletzungen, wo du denkst: So, das ist ich schon sag mal so, eklig. ein Kill hat auch was mit Gedärm zu tun. Ja, einer, aber nicht die ganze Zeit, dass du jetzt sagst, okay, da spritzt und spratzt jetzt einfach die Gehirnmasse durch die Gegend, das ist es jetzt nicht. Aber da sind schon eklige Szenen dabei, wo du denkst, boah, ey, Also es gibt sehr viele nee. Halsschlagadern, die mit Messern geöffnet werden. Irgendwelche Gliedmaßen, die abgetrennt werden, die haben wir auch drin. Ja, also der Film ist wirklich 2 Stunden lang Actionfeuerwerk. Wer eine Story mag oder Logik, ist, glaube ich, da verkehrt, aber das hatten wir schon bei Battle Royale gehabt. Das ist einfach dem Genre so ein bisschen geschuldet. Weil würden die da mit Logik rangehen, dann würden die der Typen da keine 2 Minuten stehen. Weil dann würden sie die einfach mit Maschinengewehr umnieten, wenn alles Gut, gut. ich glaube ja, ist es nicht so, dass man im asiatischen Raum, da kennst du dich jetzt vielleicht wieder ein bisschen besser aus, ist es da nicht auch sehr restriktiv, was Schusswaffen angeht? Oder Schusswaffenverbrechen werden irgendwie härter bestraft und deswegen sind die alle mit Macheten quasi dann unterwegs? Ich kenne es jetzt natürlich nur von Japan, aber ja, da sind Schusswaffen sehr hoch bestraft. Also, wenn du damit eine Schusswaffe erwischt wirst, hast du schon ein ziemliches Problem. Aber bei anderen Ländern weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das war jetzt ein indonesischer Film. Ich habe noch Auf nicht jeden mal Fall gereilt, wo haben der die Indonesisch spielt, ehrlich gesprochen. gesagt. Ja, ist auch wurscht, ganz ehrlich. Der Film ist wie ein Porno, da geht es um die Action, der Rest ist scheißegal. Da ist die Story egal, da ist die Logik egal, da ist der Ort egal, Hauptsache es passiert was. Ja, ich hatte da teilweise ein bisschen Probleme mit gehabt, weil ich habe es ja immer ein bisschen Logik, aber Logik ist in diesem Film
nicht freunden. Und es gibt ja Schusswaffen, die werden auch abgeschossen. Und zwar, es ist dann immer so, dass halt die Leute nicht getroffen werden, die nicht getroffen werden sollen. Und der Rest kippt einfach um. Der ist direkt beim ersten Schuss. Und da ist auch wieder die Logik, die Physik dahinter. Sobald du irgendetwas vor dich, also vor dir, also sobald etwas zwischen dir und der Kugel ist, dann trifft die Kugel dich nicht. Das ist in diesem Film auch gut, so drin. Da gibt's. Da muss ich halt wieder sagen, im Rahmen des Genres kann ich das akzeptieren. Das ist halt genauso wie wenn jetzt ein Typ, der super krass ist und der geht halt in einen Raum, wo 30 Gegner sind, dann kann er immer 2, 3 von denen verhauen und die anderen gucken halt zu, bis die an der Reihe sind, um verprügelt zu werden. Das muss man halt im Rahmen des Genres akzeptieren. Wobei ich in dem Fall war es ja so, dass diese Hauptfigur, also der Ito heißt der ja, der ist ja so ein super krasser Typ. Also es wird da ja erzählt, die Triaden haben irgendwie die 6 Meere, was halt irgendwie 6 Frauen und 6 Typen sind, die halt so ultra krass drauf sind. Und einer von denen ist er. Und da habe ich mir dann halt so ein bisschen das zurechtgereimt, dass ich gesagt habe, okay, Teile von den Gegnern haben halt Schiss, gegen ihn zu kämpfen. Und außerdem wollen sie auch nicht ihre Kameraden verletzen, weil wenn natürlich 30 Leute gleichzeitig mit einer Machete zuhacken, dann gibt es bestimmt auch ein paar Kollateralschäden. So kann man sich dann noch schönreden, aber wie gesagt, an und für sich muss man natürlich akzeptieren, dass unsere Helden ein bisschen mehr abkönnen als alle anderen. Ja, wie gesagt, ich werte das hier jetzt nicht ab, weil, wie du schon sagst, das ist ja im Rahmen des Genres normal, aber mich triggert das trotzdem so ein bisschen, wo ich mir denke, so, das ist jetzt aber, ja. Jetzt hat er sich hinter den Schreibtisch verschanzt und die Kugeln gehen einfach nicht durch, wo ich mir denke, nein. Oder da gibt es eine Szene, da wird einer umgenietet und er hatte so ein Schild, wo Vorsicht, Rutschgefahr irgendwie, also wenn sie putzen, da stellen sie dieses komische Schild auf, hat er Vorsicht gehabt und das hat einfach alles aufgehalten, wo ich mir auch denke, so, ja, und halt Plot Armor, wie doof, weil du hast halt wirklich einen oder zwei und da kommt halt eine ganze Truppe an und die schießen halt auch auf ihn und die treffen halt nicht. Es gibt so eine Szene, da versucht er am Auto zu fliehen und die ballern die ganze Zeit auf das Auto und keiner trifft den Typen im Auto, wo ich mir denke so, das ist jetzt aber nicht so weit entfernt. Das sind halt solche Szenen, wo ich mir denke so, das hätte man, ja gut, Genre geschuldet, gibt von mir jetzt keinen Minuspunkt, aber das triggert dann doch ein bisschen. Ansonsten muss ich sagen, was ich wirklich geil finde bei den asiatischen Martial Arts Filmen ist, die halten mit der Kamera drauf und machen nicht 30 Schnitte die Minute. Mhm. Also du hast wirklich dann teilweise, werden 3, 4 Gegner in einem Schnitt quasi verkloppt. Und das finde ich immer, das ist toll anzusehen und geiler als jeder amerikanische Actionfilm, wo du dann halt wirklich so viele Schnitte hast, dass du schon gar nicht mehr weißt, was abgeht. Aber was natürlich auch passiert, weil jemand wie Liam Neeson zum Beispiel gar nicht die Gelenkigkeit hat, die jetzt ein Iko Uwais zum Beispiel hat. Ne, dementsprechend ist das nochmal eine ganz andere Qualität. Da waren teilweise auch Sachen dabei, wo ich mich hinterher dann schon gefragt habe, so okay, krass, wie haben sie denn das gemacht? Weil da gibt es eine Szene ohne Schnitt, wo er einen aus dem Fenster schmeißt und die Kamera geht dann halt hinterher und du siehst, wie der Typ runterfällt und unten auf den... Das fand ich zum Beispiel sowas, wo ich dachte, boah, geil, das siehst du ja auch. Weil normalerweise, wenn einer aus dem Fenster fällt, ist klar, dahinter liegt eine Matratze und die Fallhöhe ist 30 Zentimeter. Aber da schwenkt die Kamera dann quasi wirklich runter und du siehst so, wie es das Gebäude runtergibt. Also sind schon echt geile Szenen dabei, wenn man halt so auch auf coole Choreografien steht. Wie du schon gesagt hast, ist eigentlich wie ein Porno für Action-Fans. Da geht es nur darum, wie sich spektakulär vermöbelt wird. Es macht teilweise wirklich gar keinen Sinn. Es ist teilweise nicht verständlich. Ich habe es jetzt noch nicht kapiert. Vielleicht hast du das ja verstanden. Ito kriegt irgendwie... Also kurzer Spoiler. Vielleicht sagen wir mal ab jetzt spoilern wir. Guckt euch den Film erstmal an. Was willst du bei den Film spoilern? Okay, erzähl auch mal raus. Mal sehen, ob wir irgendwann das spoilern können. Irgendwann kriegt Ito ja quasi eine... Ja, ich will jetzt nicht sagen Gehilfin, aber Verbündete. Who the fuck ist das? Er fragt sie ja auch so... Ja, wer bist du? Und dann sagt sie so komisches Zeug, was halt in meinen Augen, sie sagt dann irgendwie so, ja, ich wurde geschickt von denen, die dich tot sehen wollen und so. Und ich denke so, ja, okay, das hat mir jetzt die Frage nicht beantwortet. Und ihre Motivation wird auch überhaupt null klar, aber sie macht halt auch geile Action, das muss man ja auch wieder sagen. Ja, wie gesagt, scheißegal, Hauptsache Action, scheißegal.
Wir haben die jetzt einfach eingeführt, die soll von irgendjemandem die sechs Meere töten, fertig. So, und sie hilft ihm jetzt quasi, weil er ist ja keiner mehr der sechs Meere, weil er ist ja jetzt eine, der von denen verfolgt wird. Und er hofft sich jetzt, dass er ihr jetzt hilft, die anderen, was weiß ich, wen umzubringen. Es ist egal, es ist scheißegal da drin. Die Story ist auch mega egal. Warum er das Mädel die ganze Zeit mitschleift, ist auch egal. Was mit dem Mädel passiert, ist auch egal. Es ist alles egal. Hauptsache, es gibt Action. Es gibt eins auf die Fresse. Das ist das. Aber das machen sie gut. Weißt du, die haben sich halt auf eine Sache spezialisiert, aber das machen sie gut. Der Ito, der ist ja nicht nur alleine, der hat ja noch seine alte Gang quasi. Da kommen ja noch ein paar Leute dazu. Den Bobby, den fand ich irgendwie ganz cool. Fatih hieß der eine und da bekommt er so mehr oder weniger Gegner noch dazu, der auch ein Freund von ihm war, aber jetzt natürlich von der anderen Seite angestiftet wird, jetzt gegen Ito vorzugehen, den Arian. Und der hat halt auch mega geile Movesets drauf. Also, geil. Und wenn die sich kloppen, das... Also, boah, aua, das tut schon echt physisch selbst weh, wenn du nur zuguckst. Es ist... Boah, und da gibt es halt wirklich Szenen drin, wo du denkst, so, oh bitte nicht, jetzt hau nicht auch noch mit dem Ding drauf. Nee, und jetzt dann holen sie da noch irgendwie die Säge raus, wo ich mir denke, so, oh, jetzt kommt die noch mit der Säge an. Also, puh, ey, ich sehr muss gut auch echt gemacht. Sagen, ich meine, ich hatte folgenden Moment. Er sagt dann so, ja, heute Nacht endet es und fährt dann mit dem Auto dahin und steigt aus und ich gucke so auf die Uhr und denke mir so, ja, 45 Minuten jetzt noch und er sagt, heute Nacht endet und dann wird mir aber klar so, ja klar, bei dem Film hauen die sich jetzt einfach 45 Minuten auf die Schnauze. So sieht's aus. Da geht dann die Bar rein und dann kommt halt einer nach den anderen, warum auch immer. Das ist wie bei so einem Horrorfilm, weißt du? Dann kommen sie auch nicht alle zusammen, sondern alle nacheinander und kriegen halt nacheinander auf die Fresse. Das ist halt so. Warum dann nicht einer, die haben ja Schusswaffen, warum dann nicht einer einfach mal auf ihn schießt und zwar einen Headshot und dann ist gut? Weiß ich nicht. Dann wäre es ja vorbei. Dass der Film zu Ende wäre. Aber das wär logisch. Aber wie gesagt, wir haben ja schon fünfmal jetzt klargestellt, Logik ist in diesem Film nicht das Ding, was wichtig ist. Auch die Story nicht. Es ist halt, aber ich würde ganz gerne, wirklich ganz gerne mal so ein Making-of davon sehen, wie die das gemacht haben. Weil ein Arbeitskollege von mir, der hat gesagt, okay, einige Amerikaner mögen es halt nicht wirklich, solche Kämpfe mit Asiaten zu machen, weil die tun halt öfters auch nicht nur einfach so, sondern die wollen, dass es echt aussieht und dann hauen die auch mal echt zu. Kann ich jetzt nicht bestätigen, könnte ich mir aber da vorstellen, dass sie halt jetzt natürlich jetzt nicht einen umbringen, aber dass der eine oder andere da schon mit einem blauen Fleck vom Set gegangen ist. Also man sieht das ja auch in vielen Szenen, die machen schon Kontaktsport, also die haben ihre Choreografien und ich finde, man sieht das schon bei vielen amerikanischen Produktionen, hauen die Schauspieler in die Luft. Und durch den Schnitt und die Kameraeinstellung wirkt es so, als würden sie sich hauen. Aber das geht halt in diesen längeren Takes, die da machen, nicht. Und du siehst, auch bei dem Endkampf, wo dieser Iko Uwais gegen den Ito kämpft, die treffen sich wirklich. Also wenn er dem dann so auf die Brust haut, der wird den sicherlich nicht mit voller Kraft schlagen, aber die treffen sich schon im Rahmen ihrer Choreografie. Ja. Hammer, also die müssen danach auch, obwohl das sind ja Sportler, ich meine, die sind das wahrscheinlich, die sind mittlerweile schon abgehärtet wahrscheinlich, aber wenn du da als unbedarfter amerikanischer Schauspieler hingehst, der es halt nur kennt, dass er nicht getroffen wird und auf einmal eins auf die Schnauze kriegt, ich glaube, der hat dann auch keinen Bock mehr. Aber echt, nee, mich würde es teilweise echt interessieren und die Choreografie muss halt mega gut einstudiert sein, vor allem, wenn sie da halt irgendwie mit Waffen kämpfen, mit Macheten etc. Das werden wahrscheinlich keine scharfen Gegenstände sein, aber trotzdem, wenn du so ein Ding abkriegst, ich glaube, das ist nicht lustig. Ja, und vor allen Dingen, in den Choreografien sind ja auch Spezialeffekte eingebaut. Also, dieses Blut und so, was da zu sehen ist, das, in meinen Augen sind das zum größten Teil Practical Effects. Also, das sieht mir nicht aus wie am Computer gemacht. Und dann ist ja in einem Take, wo drei Leute quasi mit einer Machete abgemurkst werden, spritzt ja dann auch noch das echte Blut. Das heißt, das muss ja wirklich alles sitzen. Also es ist wirklich ein Fest, wenn man für sowas irgendwie ein Auge hat und da Spaß dran hat, sich das anzugucken. Für alle anderen ist der Film, glaube ich, aber eher nix. Weil was ich eigentlich noch ganz interessant fand, ist die Rolle der Frauen in dem Film. Wir haben neulich mal irgendwie den Trailer von Gunpowder Milkshake gesehen. Und da habe ich doch zu dir gesagt, das ist wieder so ein typischer Feminismusfilm. Die Frauen sind halt alle so die Coolen und ein Team und die Männer sind alle doof. Und ich fand das in diesem Film hier wesentlich besser und wesentlich weniger
so aufdringlich. Und hier ist es halt so, es gibt böse Frauen quasi und böse Typen und es gibt gute Frauen und gute Typen und alle sind aber krass. Und das fand ich cool daran. Also die Frauen sind hier keine Opfer oder nur da, um gerettet zu werden, sondern die sind teilweise noch krasser als die Männer. Und das fand ich wirklich, das ist mir echt positiv aufgefallen bei dem Film. Ja, ich glaube, die einzige Figur, die nicht mitkloppt, ist das Mädchen. Der Rest kloppt sich halt. Egal, wen du da im Film siehst, den kloppen sich. Es ist so. Ich weiß gar nicht, gibt es da irgendwo eine andere Figur, die du mal irgendwo gesehen hast, die nicht mitkämpft? Ja, und zwar die, wo er mit dem Mädchen in das Apartment geht. Die wird ja dann quasi so... Nee, die hat sich doch auch mitgekloppt. Nee, die wird doch weggeschickt. Er fährt doch mit ihr im Fahrstuhl runter. Ja, aber die kommt doch dann wieder. Kommt doch wieder. Die haut doch dann später den, die ist doch dann im Parkhaus und beim Auto. Nee, das ist doch eine andere. Die im Parkhaus bei dem, die im Parkhaus bei dem Auto ist die, die später auf das Mädchen aufpasst und auch so mega krass ist. Gut, die hat den Helm auf. Ich dachte, das wäre nee, das war dann die, von der wir nicht wissen, wer es ist. Ist auch scheißegal. Ja. Ganz ehrlich, zum 500. Mal, diesen Film guckt man nicht wegen der Story oder wegen Logik. Den Film guckst du dir an, weil es halt ordentlich auf die Fresse gibt und das gut aussieht. So ist es. So, das, ich glaub, das, ist das, durch, das ist das Fazit. Das ist das Fazit. Es ist ein total geiler Martial-Arts-Film. Und wenn man da Freude dran hat, dann kann man nur, und das mache ich auch, ich gebe einen Daumen nach oben, weil ich hatte echt Spaß an dem Film und ich fand den echt spektakulär, auch wenn er mir teilweise schon echt zu brutal war. Also ich habe teilweise wirklich so gedacht, so ja, ich hätte jetzt doch lieber mal so ein bisschen mehr Jackie Chan Hauerei. Aber trotzdem war es einfach ein übelst geiler Martial-Arts-Action-Film. Deswegen, wie gesagt, von mir Daumen hoch. Ja. Für die Action geht es bei mir so. Na, also, wie gesagt, ganz oben ist bei mir immer ein bisschen schwieriger. Ich bin ja so einer, der immer ein bisschen guckt. Aber ich fand den echt gut, vor allem sehr gut choreografiert und sehr gut gemacht. Story ist halt nicht vorhanden und Logik sowieso nicht. Aber da brauchen wir gar nicht drüber zu reden bei solchen Filmen. Aber zumindest ein bisschen mehr Story drin, ein bisschen, die auch ein bisschen Sinn macht. Weil ich weiß bis heute nicht, warum macht er denn das einfach? Der hat sich einfach überlegt, so, okay, ja, ich war die ganze Zeit jetzt wieder so böse Gangster und jetzt auf einmal, nee, das Mädchen will ich jetzt aber nicht erschießen. Na, dann werde ich halt jetzt abtrünnig. Ist halt ein bisschen... Aber ich glaube, das ist ganz typisch so für diese Gangster-Geschichten, wo dann halt der Killer entdeckt sein Herz und dann ist er natürlich außen vor, aber trotzdem noch ein krasser Typ. Also die Story gab es schon öfters. Also bei 0815-Mädel, das ist ja 0815-Mädel, ist ja nicht mal irgendwie, dass er sagt, okay, das ist jetzt eine Verwandte von mir oder irgendjemanden, den ich liebe, den ich beschützen muss, sondern einfach nur so ein Mädel, was am Strand rumhängt. So, das manchmal reicht das. Deswegen bei mir halt so, hätte man vielleicht noch ein bisschen was rausholen können, aber trotzdem, wenn man auf Action steht, ist auch geil. Man darf halt nicht dahergehen und sagen, ich kann, Deutsch. Wenn man kein Blut sehen kann, sollte man es lieber lassen, dann lieber nicht. Ansonsten, haut rein. Dann, was hast du dir denn ausgesucht für nächste Woche? Ja, ich hatte überlegt, ich hatte zwei Filme zur Auswahl, ich habe mich dann für einen entschieden und zwar geht es wieder in die Richtung Anime. Und zwar habe ich mir geholt Hello World. Mhm. Ich hoffe, du kennst ihn noch nicht. Und zwar geht es darum, um den Jungen, es spielt im Jahr 2027 in Kyoto und es geht um den Jungen Naomi, der eher so ein Bücherwurm ist, ne? So ein unscheinbarer Typ, der ja, so ein typischer Anime-Typ halt. Und der bekommt Besuch von sein 10 Jahre älteres Ich. Mhm. Ja, also aus der Zukunft kommt sein Ich zu ihm und der möchte ihm jetzt helfen, quasi die Ruri zu erobern, also ein Mädel zu erobern und zwar nicht nur, weil ist ja ganz toll, Liebesgeschichte, bla bla bla, sondern in 3 Monaten wird Ruri quasi bei einem tödlichen Unfall umkommen. Und das versucht er halt zu verhindern. Okay. Und ich habe den mal gesehen vor, ich glaube, 3 Jahren oder sowas, im Rahmen der Nippon Connection, das war so ein Filmfestival gewesen und ich fand den gut. Ich weiß nicht mehr so 100 pro alles, aber ich fand ihn zumindest gut, dass ich gesagt habe, ich hole mir mal die Blu-ray. Gemacht ist der von, oh Gott, Name, Tomohiko Ito. Haben wir wieder Ito. Tomohiko Ito kennt man am ehesten durch Sword Art Online, die Staffel 1 und 2. Und er hat auch Erase gemacht, was auch ein sehr guter Anime ist. Also wenn du Erase noch nicht Stadt, gesehen hast, es mich nicht gibt. Auch eine Empfehlung. Ja. Genau der. Hast du ihn gesehen? Angefangen, aber nicht zu Ende gebracht irgendwie. Okay, sollte vielleicht weitergucken. Okay, nee, aber von dem ist jetzt auch dieser Film und ja, ich habe Bock drauf.
Gut, dann gucken wir Hello World bis nächste Woche. Verabschieden uns an der Stelle. Ich weise nochmal darauf hin, am Freitag sind Dirk und ich live und wir spielen dieses schöne Spiel Undo mit euch. Also wenn ihr Bock habt, schaltet Freitag um, haben wir schon eine Uhrzeit gesagt eigentlich, um 18 Uhr. Freitag um 18 Uhr, schaltet rein. Wir spielen Undo und hoffen, ihr seid dabei und habt bis dahin eine schöne Woche. Wünschen euch viel Spaß, alles Gute und bis dann. Jo. Haut rein, ciao.